wie ist es denn, diese Verbindung aus Trauma, aus Existenzängsten, überhaupt aus Ängsten und eben Heilung? Ja, ich meine, letztlich ist es so, bei Trauma geht es immer um Existenzängste. Es geht eigentlich um Leben und Tod. Ich meine, es ist so, Trauma ist, das überleben wir. Das haben wir überlebt, wenn wir mit Trauma kommen. Und das steckt in unserem zentralen Nervensystem drin, sonst wäre es nicht Trauma. Das heißt, wir konnten das vielleicht irgendwie, da war in der Regel war da niemand, der uns geholfen hat, da durchzukommen. Es war überwältigend. Es war zu viel für unser Nervensystem, als dass wir das hätten integrieren können und regulieren können in dem Fall. Und das ist irgendwie die Brücke. Ja. Das klingt total spannend. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen? Erstmal so grundsätzlich, was man zu Trauma wissen muss. Also erstens entweder, wenn man selber betroffen ist oder eben auch aus therapeutischer Sicht. Ja, ich weiß, natürlich ein riesen Feld, was wir wahrscheinlich längst nicht alles abdecken. Ich meine, was, glaube ich, wichtig ist, sowohl natürlich für uns als Therapeuten, als auch, dass wir unseren Klienten helfen, dass die verstehen, dass Trauma eine extra Dynamik schafft für unser Leben. Mhm. Also das heißt, Trauma, es gibt natürlich irgendwie punktuelles Trauma und es gibt komplexes Trauma. Und ich meine, das größte Trauma, mit dem wir konfrontiert werden können im EFT und auch nicht so selten konfrontiert werden, ist Bindungstrauma. Das heißt, das ist wirklich wie Bindungsfiguren, die uns letztlich etwas so angetan haben oder uns so ignoriert haben oder so vernachlässigt haben oder gefährlich für uns waren oder uns wirklich körperlich geschadet haben, natürlich emotional sowieso, mit dem wir irgendwie dealen müssen. Und das macht für unter dem Gesichtspunkt Bindung natürlich eine Riesendynamik, um das zu überleben. Und das sollten wir schon in dem Sinne wissen, wenn wir mit Trauma dealen, dass wir, ich nenne das ganz gerne meinen Klienten gegenüber, das ist der Traumadrachen, diesen Drachen zu identifizieren, in den Raum zu stellen und wie auf einer sicheren Entfernung auch sichtbar und anfassbar mit in die EFT-Dynamik einzubauen. Weil der darf nicht im Nebel sein. Im Nebel kriegt er Energie und Kraft und übernimmt Prozesse, übernimmt Klienten, lässt sie irgendwie dekompensieren, lässt sie dissoziieren, lässt sie überhaupt nicht verstehen, was ist denn mit mir los? Warum bin ich, mein Partner schaut mich vielleicht mit einer Falte im Gesicht an und bei mir explodiert im Kopf eine Bombe und ich kann das nicht einordnen. Ja? Also wir müssen unseren Klienten helfen, gerade am Anfang des Prozesses, hey, hier geht es um Trauma. Das ist eine eigene kraftvolle Dynamik, ein Katalysator für unsichere Bindungen. Woran erkenne ich denn diesen Traumadrachen? Ja, also was wirklich, wirklich wichtig ist, denke ich, und gut ist, und das machen letztlich ja auch alle Kollegen, ist, dass wir eine gute Anamnese machen. Das heißt, Anamnese heißt wirklich, also wir fragen, wir haben auch einen Fragebogen für unsere Klienten, wo wir schon mal so eine Idee kriegen. Natürlich ist das nicht, dass Klienten alles ausfüllen können. Das ist nur ein Teil, aber den finde ich doch sehr wichtig. Also wo wir ganz konkret fragen, wir fragen unsere Klienten nach Trauma. Wir fragen, gab es irgendwie traumatische Erlebnisse in der Familie? Ich meine, Trauma kann auch dadurch kommen, dass wir Zeuge waren von traumatischen Erlebnissen unserer Familienmitglieder beispielsweise. Trauma kann auch vererbt werden, wissen wir heutzutage. Kann wirklich in der Familiengeschichte so transgenerativ weitergegeben werden. Wir fragen nach, gab es sexuelle Übergriffe, gab es Gewalt, gab es Vernachlässigung und so weiter und so weiter. Also wir haben wirklich einen Katalog, damit wir schon mal so eine Idee kriegen. Und das andere ist natürlich, wenn wir mit unseren Klienten sind, dass wir spüren und wenn wir, es gibt so ein paar Marker. Ich meine, letztlich ist es so, ist derjenige im Sinne von präsent oder ist derjenige irgendwie gar nicht da emotional? Ist der irgendwie wie abwesend oder ist er wirklich im Shutdown? Kann derjenige in gewissermaßen kohärent über sein Leben, seine Emotionen berichten oder ist das mehr fragmentiert? Wenn wir von den Triggern hören, wenn wir jetzt ein paar vor uns haben und die erzählen, wie es abläuft, die Dynamik, und wir kriegen so dieses, die Reaktion ist entweder wahnsinnig überreguliert oder wirklich extrem unterreguliert. Das sind so Marker für Trauma. Also da können wir so ein bisschen dann wirklich tiefer einsteigen und auch erfragen und auch erforschen gemeinsam. Ja.
Okay. Das heißt, also sowohl für Therapeuten als auch für Klienten ist es ganz wichtig zu merken, okay, wenn die Emotion zum Beispiel übersteuert ist oder wenn die Geschichte nicht so ganz durchläuft, wenn da der rote Faden fehlt oder wenn natürlich ganz, also auch in der Anamnese das genannt wird, dann merke ich so, okay, ich muss hier aufpassen. Ja. Worauf muss man denn besonders vorsichtig sein oder wo muss man besonders, ich sag mal, positiv sensibel sein? Auf jeden Fall Bindungstraumata, die frühkindlich ihren Ursprung haben. Und das ist natürlich auch irgendwie das komplexeste und schwierigste Thema, weil Klienten nicht unbedingt bewusste Erinnerungen haben können. Mhm. Wir merken natürlich, mir fällt jetzt zum Beispiel eine Klientin ein, die auch keine bewusste Erinnerung hat, die aber wirklich so komplexes frühkindliches Bindungstrauma mitbringt. Das Nervensystem ist wirklich so fein und so fragil. Also so, es ist gut, dass wir ein Gespür einfach entwickeln für das Toleranzfenster unserer Klienten. Und das kann sehr, sehr schmal sein. Bei frühem Trauma insbesondere. Also da bin ich besonders auf der Hut. Das heißt für unsere Arbeit natürlich, dass wir besonders behutsam, besonders langsam und auch viel transparenter arbeiten müssen. Also viel mehr so wirklich besprechen, was hier passiert. Weil wenn da in dieses sehr sensible, fragile System ein Trigger kommt, dann kann es sein, dass es direkt dekompensiert. Ja. Was meinst du denn mit diesem kleinen Fenster, dieser Fragilität? Was kann ich mir da vorstellen? Ja, es ist zum Beispiel, ich finde eigentlich Beispiele immer ganz gut, oder? Mhm. Ja, das finde ich super. Ich habe eine Klientin vor Augen. Also diese Klientin, die ich vor Augen habe. Ich meine, es ist so mit Trauma, das Nervensystem muss sich ja irgendwie zusammenhalten. Und wenn dann irgendwie von außen letztlich Trigger kommen, dann kann es sein, dass dieses Regulieren von kleinen Triggern schon irgendwie enorm viel Kraft einfach, also so Energieaufwand bedeutet für diese Person. Und das heißt, wenn dann noch der Partner im Raum ist und der Partner triggert ja, ich meine, die Partner triggern sich ja, dann ist es sozusagen ganz wenig, was vielleicht diese Klientin irgendwie verkraftet. Das heißt, wir müssen wirklich sehr, sehr viel Langsamkeit reinbringen, sehr nah dran sein, sehr viel Sicherheit reingeben, wirklich wenig machen, ganz viel titrieren. Das heißt, nicht viel Prozess wollen, ja, weil selbst positive Emotionen können für Traumaüberlebende wirklich kippen ins Trauma, ne? Wenn wir plötzlich irgendwie einen Windows-Moment kreieren in der zweiten Sitzung und dann ist das irgendwie ganz innig und dann switcht das Nervensystem sofort von dem, vielleicht der Freude, die dann plötzlich erlebt wird und die Offenheit sofort wieder in das Trauma. Ja. Wie spannend. Und mit zentralen Nervensystem, du meinst dann wirklich tatsächlich den ganzen Körper? Ja, wirklich. Also ja, das zentrale Nervensystem mit seiner ganzen Physiologie. Und das ist irgendwie, es ist gut, dass wir uns so schulen, einfach wahrzunehmen. Mhm. Ich meine, dass wir unsere Klienten einfach so ein bisschen, ja, ich meine, wir können das mit erspüren in uns selbst. Wir sind ja auch ein Resonanzkörper dafür. Okay, wie sicher ist diese Person? Also sicher emotional, wie viel Sicherheit erlebt sie in diesem Moment, wo sie vor uns sitzt? Ja, ich meine, das tun wir sonst auch, ja, auch ohne Trauma. Aber da ist es natürlich enorm wichtig, ja, weil Trauma-Survivors sind nicht sicher. Also es hängt natürlich immer von vielen Dingen ab. Es gibt natürlich auch sicher Gebundene, die dann irgendwie später in ihrem Leben mit einem Trauma, also mit was, einer Bindungsverletzung oder wirklich einer traumatischen Erfahrung konfrontiert werden. Die bringen dann was anderes mit. Ja, die bringen dann vom Nervensystem irgendwie Sicherheit vielleicht sogar mit, so vom Ursprung. Also es ist natürlich alles wieder auch sehr abhängig von wer vor uns sitzt, ja. Total. Eine Frage, die mir kam beim Thema Trauma war, wie ist denn die Prognose zum Beispiel für Paare, wo das traumatische Erlebnis in der Beziehung oder sogar durch den Partner geschieht? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit oder sollte man dann überhaupt gleich gehen? Also wie geht man damit um? Genau, und du hast vollkommen recht. Ich meine, letztlich ist eine Bindungsverletzung, wie wir sie benennen, ist im Grunde ein Trauma schon. Und es hängt natürlich irgendwie davon ab, wie resilient ist die Beziehung ansonsten und was haben die irgendwie aus ihrer Ursprungsdynamik sozusagen von ihrem Bindungsstil mitgebracht und wie flexibel sind die so in ihrem Selbst- und Fremdbild, wie wir das nennen. Weiter. Das hängt von vielen Faktoren ab, das kann man nicht so pauschal natürlich
beantworten. Aber natürlich arbeiten wir mit Bindungsverletzungen. Es gibt natürlich gewisse Grenzen, ne? So wie zum Beispiel mit Gewalt. Ich meine, es gibt EFT-Entwicklungen, die auch damit arbeiten, aber wir müssen natürlich Sicherheit bekommen. Wir können kein EFT machen, wenn es nicht eine Sicherheit gibt. Eine relative Sicherheit in diesen existenziellen Punkten, ja. Okay, das macht natürlich total Sinn, dass es einfach insgesamt um Sicherheit geht und dann fällt es manchmal schwer, das immer zu gewährleisten. Ja, ja. Hast du Tipps, was Paare machen können, um diese Resilienz aufzubauen? Also schon im Vorhinein, wie so eine Art, also nicht Frühwarnsystem, aber. Ja, ich meine, Fußbuch lesen, halt fest. Ja, Ja, ich meine, wir haben auch manchmal Paare, wir hatten letztens mal ein Paar, die haben einen Gutschein von irgendwie Geschwistern oder so geschenkt, vielleicht für eine sozusagen Paartherapie, wie auch immer, Paarberatung für ihre junge Ehe, die also vor der Hochzeit. Die haben tatsächlich noch keinen sehr ausgeprägten Teufelsdialog gehabt. Die haben natürlich irgendwie was gehabt, aber das war noch so voller, ich sage jetzt einfach mal Liebe und Anfangsglück. Es gab noch keine Bindungsverletzungen. Und die haben dann wirklich in dieser Sitzung, haben wir mit denen, das Buch ist natürlich auch super, aber wir haben dann mit denen einfach so, okay, wo ist so die Gefahr des Teufelsdialogs? Also wann würde er sich dann doch mehr zurückziehen und sie würde ihn dann, also es war so ein bisschen eine klassische Dynamik, sie war dann mehr die Verfolgerin, wie wir das nennen, ne? Und er wäre der Rückzügler. Und dann haben wir einfach, und dann haben die so, ah, stimmt, in sowas könnten wir geraten. Ja, okay, was tun wir dann, wenn wir das vielleicht, okay, wir achten erstmal zu Hause darauf, wann das vielleicht passieren könnte. Mhm. Und dann sprechen wir darüber und nehmen Kontakt darüber auf. Und also das ist im Grunde so eine Resilienz aufbauen, bedeutet ja letztlich, okay, ich weiß, was ich tue, wenn ich vielleicht irgendwie Bindungsbedürfnisse habe, wage ich, auf meinen Partner zuzugehen? Okay, was macht er dann? Ah, das auch zu verstehen und dann irgendwie darüber, ich meine, letztlich geht es immer um in Kontakt zu gehen darüber. Ich meine, Kontakt, Verbindung ist die Resilienz für alles, auch für Trauma. Sehr schön. Oh, das spricht mir so aus der Seele und ich kann das total gut nachvollziehen. Das ist richtig schön, dass es halt so was Einfaches ist, so was. Wir bauen die Verbindung auf und es kann das Körperliche sein, es kann was Emotionales sein oder auch einfach Verständnis. Ja. Und klingt ja erstmal auf dem Papier gar nicht so schwer. Das ist wahr. Aber hey, was natürlich auch, und das kennst du natürlich auch aus deiner Praxis, ich meine, letztlich Paare, die es schaffen, die wissen, wie sie reparieren, wenn Verbundenheit oder Verbindung verloren geht. Ich meine, wenn wir irgendwie glücklich sind und verliebt sind oder wieder verliebt sind und alles gut ist, dann ist es ja für uns Menschen leichter, dass wir einfach irgendwie uns zeigen und irgendwie uns öffnen. Aber ich meine, Paare, die wirklich resilient sind, wir verlieren uns ja, das ist ja ganz normal. Ich bin auch manchmal einfach, was ich mit meinem Kopf so in der Arbeit, dass ich dann meinen Mann vielleicht leider gerade einen Moment ignoriere und dann ist er vielleicht irgendwie verletzt oder enttäuscht, aber wenn er dann kommt und sagt, hey, da habe ich mich aber irgendwie allein gelassen gefühlt und ich dann schaffe zu sagen, oh Schatz, oh, tut mir leid, ich war echt so in meiner Arbeit, es war echt nicht gegen dich gemeint, okay, brauchst du jetzt irgendwas von mir? Und dann kann er vielleicht sagen, ja, aber nächstes Mal, gib mir mal eine Umarmung. Ja, also dieses Reparieren, das ist natürlich nachhaltig die beste Resilienz. Jetzt bin ich gerade fast ein bisschen unglücklich oder traurig, weil ich mir denke, das war gerade so eine schöne Art und Weise zu zeigen, wie so Bindung aussehen kann. Mit dieser ganz weichen Stimme, mit diesem ich gehe auf dich zu, mit diesen Nachfragen. Weil wenn man es sieht, wie einfach das geht und wie gut es funktionieren würde, also man hat sofort das Bild, ach, das würde super gut funktionieren, dann geht es ja wirklich nur ums Reparieren. Dann werden Sachen gar nicht erst so groß. Ja, genau. Und das ist natürlich bei Trauma wieder wirklich schwer, ne? Ich meine, weil es ist, also bei Bindungstrauma, genau. Weil das ist zu gefährlich, sich verletzlich zu zeigen. Das ist wirklich, das ist die Erfahrung, die so gespeichert ist, ne? Und da kann man sich vielleicht vorstellen, ne? Dass man ganz, ganz behutsam und liebevoll, aber auch klar und fokussiert und auch spezifisch
in der Therapie mit den Klienten umzugehen weiß, ja. Das finde ich total schön. Und das Referieren, das bringt mich zum zweiten großen Thema. Was passiert, wenn jemand zum Beispiel das Trauma mit in eine Beziehung bringt? Was kannst du als Therapeutin machen? Was kann die Person, der das Trauma passiert ist, machen? Was kann aber auch der Partner oder die Partnerin tun? Ja, ich meine, Trauma bringen, wenn es nicht in gewisser Weise irgendwie schon bearbeitet ist, vielleicht durch eine gute Traumatherapie oder wie auch immer, dann bringen wir das ja immer mit. Ich meine, es hängt natürlich wieder ein bisschen davon ab, was es ist. Ne? Trauma kann natürlich auch sein, sowas wie vielleicht irgendwie, wir haben irgendwie einen Unfall gehabt und das steckt natürlich auch irgendwie im Nervensystem, aber das ist dann nicht auf die Beziehung so gemünzt. Ne? Da ist es auch in dem Sinne irgendwie leichter, damit umzugehen. Aber wenn es um Bindungstrauma geht, bringen wir es in der Regel mit in die Beziehung. Und was es letztlich bedeutet für den Partner, war ja deine Frage auch. Ich meine, wir müssen natürlich die Orientierung haben, worum geht es ja. Ah, ich meine, letztlich, wenn ich weiß, okay, mein Partner wurde vielleicht wirklich vernachlässigt als kleines Baby, ja. Emotional vernachlässigt. Und das wird irgendwie berührt, wenn ich irgendwie vielleicht ein bisschen zu rational bin oder ein bisschen zu sehr abgelenkt und nicht, vielleicht nicht liebevoll genug in meiner Zuwendung bin, im Alltag bin und so weiter. Wenn ich dann weiß, ich trigger wirklich so eine Urerfahrung von Verlassenheitspanik und vielleicht sogar Shutdown dadurch, dann kann ich natürlich, ich meine, das ist letztlich unsere Aufgabe als Partner, dass wir dann wirklich damit umgehen lernen, dass wir wirklich mit unseren Partnern gemeinsam den Drachen bekämpfen. Das ist eigentlich der Job und da helfen wir als Therapeuten, weil wir brauchen, um Trauma zu heilen, brauchen wir korrigierende, mehr sichere Bindungserfahrung. Das wissen wir. Wir brauchen einander und wir brauchen unsere aktuellen Partner, die können uns dabei helfen, frühere Traumata zu heilen. Das heißt, eigentlich ist es, was heißt, es ist gut, also wenn ich in einer neuen Beziehung bin, dann kann das sogar was Wunderschönes sein, dieses Trauma auch mit der Person zu teilen, anstatt es mit mir dauernd alleine rumzutragen und mit mir selbst auszumachen. Unbedingt, unbedingt, genau. Und natürlich ist das auch ein langsamer Prozess, den Mut dazu zu fassen, aber da können wir dir helfen, Stück für Stück, weil es muss sicher genug sein, kleine Risiken einzugehen und es immer wieder in der sicheren Schale sozusagen zu halten. Aber darum geht es letztlich, das zu teilen. Weil alleine, ich meine, Trauma passiert, weil wir alleine sind. Und wir Menschen sind nicht dafür gemacht. Wir brauchen einander, um Trauma zu bewältigen. Manchmal brauchen wir auch mehr. Ich meine, es ist auch absolut wichtig manchmal, dass vielleicht Klienten zum Beispiel eine Traumatherapie machen und zusätzlich machen sie eine Paartherapie, haben vielleicht noch eine Körperarbeit, die sie unterstützt. Total spannend und total wertvoll, da einfach nochmal das so rauszuholen, zu betonen. Man braucht sich an, man hilft sich auch und gemeinsam kann man das besser angehen. Ja, und auch als Therapeuten. Weißt du, es ist auch, wenn wir manchmal vielleicht Traumaklienten vor uns haben und das kann uns selbst ja auch überwältigen, dass wir auch wissen, wir müssen auch nicht alleine gegen den, als Therapeuten, in der Therapeutenrolle gegen den Drachen kämpfen. Wir können auch empfehlen, dass die Klienten zusätzlich Kollegen dazu holen. Wir können mit Supervisoren oder mit Kollegen darüber sprechen. Wir sollten auch nicht allein sein mit dem Trauma unserer Klienten. Es ist total wichtig, dass du das nochmal betonst, dass man sich auch als Therapeut manchmal diesen Drachen hilflos gegenüber fühlen kann. Ja, oder? Das kennen wir doch alle, ne? Dass er wirklich groß sein kann und was machen kann, ja. Was rätst du Therapeuten im konkreten Moment, wenn sie merken, wow, jetzt ist es gerade eben ganz schön viel? Ja. Also, was glaube ich gut ist, dass wir als Therapeuten selbst so Erfahrungen mit uns haben, wie wir uns gut erden können. Und erden ist ja letztlich, dass wir unseren Körper spüren. Und ich meine, so manchmal sind es die ganz einfachen Dinge. Ich lehne mich, ich habe jetzt keinen Stuhl mit Lehne, ich sitze auf so einem Körper, dass ich wirklich mein Becken erde auf dem Stuhl, auf dem ich bin, meine Füße nebeneinander auf den Boden stelle und einfach atme.
Also wenn ich merke, mein Nervensystem reagiert irgendwie auf das, was da im Raum ist, mhm. und das kann manchmal groß und heftig sein, mhm. oder auch lähmend und kalt und nebelig, das ist auch, könnte auch ein Traumazeichen sein, sich selbst wirklich zu verankern im eigenen Körper, atmen, den Atem spüren, den Atem versuchen tief zu spüren. Und dann, was ich letztlich, dann ist das Modell von Sue wieder so grandios, refokussieren. Das heißt, selbst wenn ich den Faden verloren habe, ich gehe immer an den Punkt zurück, der mir dann in dem Moment wieder einfällt. Das heißt, ich kann immer an den Punkt zurückgehen und sagen, oh Moment mal, hier passiert eine ganze Menge im Raum. Oh, lassen Sie uns mal einen Moment durchatmen. Aber eben gerade, was ist da gerade gewesen? Und da können wir wiederholen und spiegeln, können sagen, gerade hatte ich das Gefühl, Sie haben gerade so rüber geschaut zu Ihrer Partnerin und dann plötzlich ist bei Ihnen so viel passiert und ich weiß noch nicht genau was. Können wir da einen Moment zurückgehen? Und diese 3-4 Sekunden der Intervention schon wieder nutzen, um uns selbst wieder so ein bisschen zu setteln. Und dann vielleicht im Nachhinein, nach der Sitzung, Supervision nehmen, eine Kollegin anrufen, drüber sprechen, sich die Sitzung vielleicht angucken, wenn man die Aufnahme hat. Nicht alleine, sondern nicht alleine bleiben damit und vielleicht auch nochmal sortieren, was war da, was hat mich vielleicht getriggert. Das finde ich total wertvoll, total schön, also ganz toll. Es war noch eine Frage, die mir auch vorhin kam mit den Klienten, ist, kann ich zwar rein theoretisch mit meinem Freund, meiner Freundin besser und leichter heilen, aber für manche ist es ja schon überhaupt schwer anzusprechen, dass da ein Trauma war. Sage ich dann zuerst, oh, lass uns in die Paartherapie, obwohl vielleicht noch gar nicht so schlimm was ist, um uns dort anzusprechen? Oder spreche ich es zuerst zu Hause an? Oder wie gehe ich damit überhaupt um? Also ja, ich meine, dass da ist es echt super hilfreich, wenn wir, also wir haben vielleicht einen Anamnesebogen, wir haben vielleicht schon mit dem Paar gesprochen, wir haben irgendwie so eine erste Hypothese, was vielleicht der Teufelsdialog ist. Und dann sehen wir das Paar und meistens haben wir ja dann schon so ein paar Alarmglöckchen, so okay, worum geht's hier, was spielt hier, ist da vielleicht wirklich Trauma im Raum, was noch nicht angesprochen ist, dann in den Einzelsitzungen, also das, viele Kollegen machen das ja auch, wir machen das auch, dass wir nach der ersten Paarsitzung zum Beispiel mit jedem Partner eine Einzelsitzung haben und dann einfach richtig drauf los und es ansprechen, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, also entweder wir wissen dann schon was, oder wirklich nochmal nachzufragen oder auch unser Gefühl anzusprechen. Vielleicht haben wir was beobachtet, wo wir sagen können, oh, ich hatte wirklich das Gefühl, in dem Moment, als Ihr Partner so das und das irgendwie erzählt hat, was zu Hause passiert, da ist bei Ihnen wirklich so emotional, so, ich weiß nicht, können Sie mir helfen, was ist da gewesen? Hat das irgendwie eine Geschichte? Gibt es was, was ich wissen sollte aus Ihrer Biografie? Diese Arbeit. Also ich meine, ich frage sonst auch wirklich einfach direkt nach, ne? Wenn ich so, wie gesagt, das mache ich schon im Anamnesebogen, aber dann wirklich in der Einzelsitzung zu versuchen, da mehr ranzukommen. Es kann sein, dass es länger dauert, bis die Klienten auch ein bisschen Vertrauen zu uns aufbauen. Mhm. Ja, ich habe das auch schon erlebt, dass es dann erst nach 4-5 Sitzungen und dann kam wirklich eine starke, starke, große bindungstraumatische Erfahrung auf den Tisch. Dann arbeiten wir dann damit. Ja. Und deine Frage war ja auch, zu Hause ansprechen oder nicht. Ich meine, die haben ihren Grund, wenn sie es zu Hause nicht ansprechen. Das ist meistens einfach Angst. Hey, die Erfahrung ist viel zu gefährlich. Und damit können wir arbeiten. Im Zweifelsfall würde ich da auch wirklich mehrere Einzelsitzungen vorschlagen. Mhm. Mit beiden Partnern das irgendwie absprechen. Oder Einzelarbeit mit der anderen EFT-Therapeutin, die uns dann sozusagen, wo wir Hand in Hand arbeiten. Mhm. Und dann einfach mit den Klienten selber rausfinden, was ist das Beste für sie. Ist es vielleicht besser, erst in dem Rahmen der Sitzung das anzusprechen? Das finde ich total wertschätzend, weil du so auf die Bedürfnisse und das, was so jede einzelne Person braucht, so ganz liebevoll eingehst. Mhm. Hast du trotzdem 3-4 Tipps für Paare, um damit durch so einen Prozess zu gehen? Oder auch, auf was sollte man achten? Du meinst, wenn jetzt so Trauma im Spiel ist, also vielleicht wirklich Bindungstrauma oder so. Genau. Ich meine, letztlich ist es, glaube ich, erstmal Orientierung ist ja bei Trauma ein riesenwichtiges Feld. Mhm. Ich meine, Traumaheilung kann auch wirklich ein lebenslanger Prozess sein. Das ist auch irgendwie in dem Sinne jetzt
Wir müssen nicht irgendwie zu viel Angst vor Trauma haben, weil Trauma ist auch was vom menschlichen Dasein. Ich meine, irgendwie, das hat was mit Wachstum auch zu tun. Aber es kann wirklich sein, dass das dass nicht irgendwie in 2 Jahren durchgearbeitet ist, gerade wenn umso früher, umso länger dauert. Aber Orientierung ist, also als Paar sich zu orientieren, okay, womit haben wir es zu tun? Wann wird es getriggert? Was sind Ressourcen? Auch ganz wichtig. Also wie können wir damit umgehen, wenn es getriggert wird? Also so eine Grundorientierung und die gemeinsam. Also wirklich immer dieses, was geht, was schon geht zusammen. Für die Therapieprozesse natürlich Regelmäßigkeit, echt Kontinuität, so dran zu bleiben miteinander. Auch die, wenn es jetzt Partner sind, die vielleicht von einem Trauma so des Partners aus der Biografie mitkriegen, dass die auch nicht damit alleine sein müssen, sondern dass sie vielleicht sogar als Partner auch eine eigene therapeutische Unterstützung kriegen oder EFT-Arbeit in Einzelarbeit im Rahmen des Prozesses, weil das ist auch schwer. Das Trauma zu erfahren von Partnern ist auch schwer, ja, emotional. Also einfach auch da wirklich ein Netzwerk zu bauen. Ne? Was sind so Gefühle, die man dann quasi als der begleitende Partner erlebt? Überwältigt sein, Hilflosigkeit. Also es ist natürlich wirklich, wenn natürlich auch Schmerz und dann einfach, ich meine, das Schlimmste ist ja eigentlich so dieses, man spürt dann vielleicht schon den Schmerz mit, man kann nichts tun. Oder zumindest wir als EFTler, wir wissen, dass die Partner ganz viel tun können, weil die eben jetzt an sicherer Bindung arbeiten können. Und das wird Trauma Stückchen für Stückchen heilen können. Zumindest können wir damit besser leben. Wir können intelligenter damit umgehen und so weiter. Wir können den Einfluss von dem Trauma, das früher war, irgendwie besser handeln zusammen. Aber diese Hilflosigkeit ist ja erstmal da. Dieses, oh Gott, ich würde dir so gerne helfen, ich bin immer so schlecht. Und ich kann nichts tun. Das Gefühl. Und das kann ganz schön heftig sein. Und natürlich auch wieder rückwirkend. Genau. Ja, genau. Das feuert dann quasi den Drachen. Ja, genau. Schön gesagt, genau. Was denkst du ist noch wichtig oder was möchtest du unbedingt noch jetzt in dem Interview zum Thema Trauma benennen? Dass wir Trauma nicht negieren, dass wir damit offener sein können, dass es das gibt, dass das nicht verheimlicht wird, dass es nicht weggeschoben wird, nicht verharmlost wird, aber auch nicht überzogen wird, sondern dass wir einfach auch damit sind, dass wir den Drachen lernen, gemeinsam ins Auge zu schauen, damit nicht noch Scham und Isolationsgefühle obendrauf kommen. Total schön. Also, dass man da einfach so einen offenen Blick, einen neugierigen Blick mitbringt, einen wohlwollenden Blick. Ja. Und dass wir wissen, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, selbst wenn Trauma früher passiert ist, können wir als Partner oder liebende Familienmitglieder oder auch also als Bindungsfiguren können wir so viel bewirken. Ja. Hast du da 2, 3 Ideen, was man machen kann? Weil ich finde das so schön, ich gehe da total mit. Und jetzt denke ich mir, wenn jetzt jemand das liest, dann denkt sich, oh, was kann ich denn machen? Was kann ich machen, um aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen? Ja, ich glaube, die Orientierung, also das ist wirklich gut zu verstehen, Bindung, ich meine Bindung, die wir leben, die ist ja immer im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn wir etwas in unserem Körper spüren, sind wir im Hier und Jetzt, dann sind wir nicht im Trauma von damals. Und wenn wir schaffen, für Menschen da zu sein, die vielleicht auch getriggert sind in ihrem Trauma, wir spüren unseren Körper und wir können einfach mit der Person sein. Natürlich, wenn es dann geht, das ist natürlich im Paarprozess auch ein Prozess, dass man da hinkommt, dass man einfach physisch anwesend ist und emotional anwesend ist, dann tun wir so viel. Und natürlich die Hilflosigkeit auch nicht zu verdrängen, sondern vielleicht auch
genauso, dass ich auch meinen Partner zurück kann und sagen kann, boah, ich fühle mich eigentlich total hilflos, aber ich bleibe einfach da. Du bist nicht alleine. Ich hatte mal ein paar, die haben das so toll gemacht, da war ich selber so beeindruckt. Die hatten so ein Bild von, da hat der Mann dann zu der Frau gesagt, ich sitze mit dir auf dem Sofa. Also die hatten so ein Bild mit so einem Sofa. Ich sitze mit dir auf diesem Sofa, ich halte deine Hand und wir sind zusammen in diesem schwarzen Loch, aber wir bleiben hier zusammen, du bist nicht alleine. Das ist eigentlich Traumaheilung, peu à peu, ja. Und ich bin zwar hilflos, aber ich bleibe jetzt einfach da. Wenn man es so hört, dann klingt es so einfach, aber der Weg dorthin, da hatten die Paare ganz viel Mut, ganz viel Begleitung, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau. Genau. Aber ich meine, Hilflosigkeit auch anzunehmen im Sinne von, das ist normal. Es ist absolut normal, wenn wir mit Trauma konfrontiert sind. Hilflosigkeit ist einfach, weil sonst wäre es kein Trauma. Wir sind überwältigt, dann sind wir hilflos. Und dann brauchen wir einander. Wir brauchen da Kontakt. Und auch als Partner von Trauma-Überlebenden brauchen wir auch Kontakt. Wir brauchen auch darüber zu sprechen und uns auch in die Hand zu nehmen und diesen Teil der Hilflosigkeit zu nehmen und sagen, ja, natürlich macht mich das auch hilflos. Ja. Ah, schön. Jetzt geht es ganz oft, ich merke schon so ein bisschen so dein Stil, wenn deine Klienten zu dir kommen, was gibst du ihnen mit, was für Geschenke und Kostbarkeiten finden sie bei dir in deiner Praxis für Paartherapie? Ich glaube, was so mein Gefühl ist, dass ich versuche, also was wir EFTler versuchen, einen sicheren Rahmen zu schaffen, dass die Partner sich im Grunde die Geschenke von Offenheit und wieder Verletzlichkeit zu wagen, gegenseitig schenken können. Und natürlich springen wir manchmal ein auf dem Weg dahin. Mhm. Manchmal sind wir wie so Ersatzbindungsfigur auf dem Weg, aber nur mit dem Ziel, dass vielleicht Partner auch erleben, okay, hier bleibt jemand emotional präsent und mit mir und ist transparent und verfügbar, wenn ich hier mich offenlege und dadurch Partner auch irgendwie so ein bisschen mitbekommen, ah, so geht es auch. Und dann reagiert vielleicht meine Frau anders oder mein Mann. Und das ist so der Übergang. Und dann ist es im Grunde so, ja, diesen Rahmen bieten. Und wir haben natürlich einen Fahrplan im EFT. Wir wissen, wie wir da vorgehen. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen, was es braucht dafür. Aber letztlich schenken dann die Partner sich diese Perlen, ja, von Verbundenheit. Und vielleicht sogar, also auch was du vorhin meintest mit EFT und mit Körpern, wahrscheinlich auch deine Weiterbildung als Körpertherapeutin, da diesen Blick zu haben. Ja, das hilft mir, muss ich sagen, echt. Ich meine, ich habe tatsächlich als Hintergrund ja auch diese Körpertraumatherapie von Peter Lee, Traumatic Experiencing. Ich bin irgendwie selber vielleicht auch so ein Bewegungs- und Körpermensch immer gewesen. So ist da auch, also EFT gibt ganz klar auch dieses, wenn wir so Emotionen irgendwie experienziell in den Raum haben wollen. Ich meine, Gefühle müssen wir im Körper spüren, sonst sind wir nicht im Hier und Jetzt. Ja. Also das ist gleichzeitig physiologisch. Ja. Das ist kraftvoll, ja. Ja, von dem, was du erzählst mit der Wärme und mit der Empathie, da kann ich bei dir total mitgehen. Und was ich auch wirklich schön finde, dass du so diesen Körper so wertschätzt, so diese Symbole und Zeichen, die unser Körper uns manchmal gibt, auch so beibringst zu dechiffrieren. Das finde ich richtig, richtig schön. Ah, danke. Ja, schönes Wort, dechiffrieren. Ja, weil so ist es, steckt irgendwie im Körper und wir müssen es irgendwie dechiffrieren für mentalisieren, aber dechiffrieren ist viel schöner. Ja, wir müssen wissen, okay, was sagt uns das, was wir erleben, ja, und was ist die Bedeutung davon? Gibt es von deiner Seite noch etwas, was so ganz wichtig ist und was du unbedingt benennen möchtest in diesem Interview? Das ist jetzt so eine ganz freie Frage, egal zu Trauma, egal zu dir, egal zu EFT. Ich glaube, so mein Herzensanliegen ist schon, dass Bindung einfach viel zentraleres Thema eigentlich ist. Es ist das zentrale Thema von der Menschheit. Das darf doch eigentlich mal in der Gesellschaft Fuß fassen, auf allen Ebenen von Kindergarten, Eltern, Schulen, Ausbildung. Einfach, ja, das
so die Bindungsbotschaft an sich dürfte so gerne Fuß fassen gesellschaftlich. Tut es auch, tut es Gott sei Dank auch schon mehr.